Hier ist wieder der Testmischel von YouTube und heute geht es um ein magnetisches Pflaster in XXL-Format. Jo, so sieht's aus und jetzt zeige ich euch mal, wo ihr es überhaupt zu kaufen bekommt. Auf Amazon gibt es das magnetische Autopflaster zu kaufen, kostet jetzt hier 4,39 Euro, kostenloser Versand. Ihr könnt aber mal schauen, ich habe damals ganz viele Sachen hier bei Trendaffe bestellt, kostet jetzt 4,55 plus Versand. Aber wenn ihr eine Sammelbestellung macht, also euch noch 3, 4, 5 Artikel da reinlegt, bezahlt ihr nur einmalig 4,50 Euro Versand. Weil die haben echt coole Sachen bei trendaffe.de. Schaut meine Videos mal rein, da habe ich ein paar vorgestellt. Dann stelle ich gleich noch vor, The Shock Pflaster. Das ist so ein Aufkleber, der sieht aus wie ein Pflaster. Den kann man sich aufs Auto machen, zum Beispiel wenn man eine kleine Delle oder einen Kratzer hat. Der kostet jetzt 4,40 plus 70 Cent Versand. Wird von Dub Spencer verkauft. Und von Dub Spencer habe ich noch diesen, ja, A-Style-Aufkleber, sage ich jetzt mal. Der kostet 2,30 Euro, auch nochmal 70 Cent Versand, beziehungsweise wenn man beide bestellt, bezahlt man nur einmalig Versand. Die Links zu den Produkten poste ich dann wieder im Textfeld unter dem Video. Klickt da einfach drauf, kommt da direkt hin und dann wollen wir mal anfangen. Das Pflaster. So schaut es aus. Und dann wollen wir es mal rausholen. Ja, Plastik und hinten ist magnetisch und das kann man dann aufs Auto drauf pappen und das zeige ich dann gleich mal. Ich habe mir auch noch bei eBay so ein kleines Kreuzpflaster bestellt, das kann man auf Dellen draufkleben. Das ist ein Aufkleber, der sieht aber aus wie ein Pflaster. Das zeige ich dann auch nochmal, sobald ich es bekommen habe. Ja, das zeige ich gerade, ein Aufkleber ist ja nichts Großartiges. So schaut er aus. Hochglanz und er sieht halt aus wie ein richtiges Pflaster. Hier unten habt ihr noch so einen kleinen Schriftzug www.theshocker.com. Dann ist hier noch so ein Zeichen drin. Ja, und dann kann man den hier halt so abziehen. Ja, klebt nicht so fest, wie ich das von manchen Aufklebern gewohnt bin, aber ich mache nachher mal ins Auto dran und dann guck mal, wie der sich so schlägt. Ja, Nummer 2. Der A-Style-Aufkleber. So nenne ich ihn jetzt mal. Hier steht jetzt www.dubspencer.com dran. Ja, Aufkleber halt, gell? Von vorne wie von hinten. Und ist ja nur ein A, wenn man genau hinguckt. Ja, wird dann auch hier an der Seite abgezogen. Und den kann man dann auch aufs Auto drauf pappen. Mal gucken, geht das hier eigentlich einfach? Na, da muss man ein bisschen pitteln. Machen wir nachher dann wieder. Ja, hier haben wir meinen Elefantenschuh. Chevrolet Spark, bisschen kleiner, hab kein Geld, bin arm, Beamter halt, gell? Hier ist das Pflaster. Und wie gesagt, so dass ich eine Stelle auf. Und dann kann man einfach dran machen, wie man lustig ist. So. Oder halt hier unten hin. Jo. Aber darauf achten. Ich habe schon gelesen, Rezession hält wohl nicht ewig, wenn ihr zu schnell seid. Ich weiß nicht, 100, 120 km/h kann der Teil wegfliegen, fliegt dem Hintermann auf die Scheibe, baut einen Unfall und ja, dann sieht es scheiße aus. Deswegen zeige ich euch mal, wo ihr das Teil noch hinmachen könnt. Jo, jetzt müssen wir den Aufkleber mal abmachen. War ein bisschen pitteleid, aber geht eigentlich so, zack. Jetzt müssen wir den nur noch richtig anbringen. Richtig gerade. Ungefähr dann so mittig. So. Ja. Ja, so. Gucken, dass keine Luftblase reinkommt. Und dann ist er schon fest. Ja, und jetzt haben wir ein A da hinten. So, zack. Und so schaut er dann halt aus. Ja, hier haben wir mein Autoschirm und da habe ich mal einen gebumst, wie man hier sieht. Und da werde ich jetzt mal den Aufkleber hier so versuchen drüber zu kleben. Weil der ist, ich wollte ihn so drauf machen, dann passt der ungefähr von der Länge von dem Riss, wie man sieht.
So, mache ich den jetzt mal fest und dann schauen wir mal. Jo, dann wollen wir mal. Jetzt muss ich mal selber gucken. Ich wollte ihn ja so. Also den kann man, wie gesagt, wo ist meine Kamera? Da. Sehr einfach hier abziehen. Ich habe den auch eben ein bisschen ausgeschnitten, damit man besser anhalten kann. Und jetzt versuche ich den halt mal da dran zu kleben. Wie gesagt, der klebt nicht so gut. Also da hat der A-Style, den ich eben aufgeklebt habe, viel besser geklebt. So, jetzt mache ich ihn einfach mal. Oh. Aber doch, er haftet doch ganz so da drüber. So. Ja, jetzt haben wir den ungefähr so. Jetzt tun wir den hier so ein bisschen festmachen. So ein bisschen rüber dann hier. Damit keine Luftblasen drin sind. Ja, passt schon. Und dann noch den Rest hier. Und jetzt ist er fest. Hurra, geschafft. Oh, ich bin so gut, ich bin so begabt. Jo, jetzt haben wir den festgemacht. So, Pflasteraufkleber. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen näher dran. Und so schaut er jetzt aus. Ja, die Stelle ist jetzt einigermaßen hier unten weg. Sieht man noch ein bisschen hier so einen kleinen Huppel, weil halt der Lack da ein bisschen aufgesplittert ist. Aber im Großen und Ganzen bin ich damit recht zufrieden. So, und so schaut das dann nachher aus. Ich mache das Pflaster lieber an meinen Kühlschrank, weil da fliegt es nicht weg, es wird niemand verletzt und sieht auch noch schick aus. Man kann es dann so verschieben, wie man will, oder man macht es gerade ab und an die Stelle, wo man es gerne hätte. Jo, ich kann das Pflaster nur jedem empfehlen, der halt ja, auf sowas steht, beziehungsweise als Geschenkidee ist es ganz lustig. Man kann es ans Auto machen, aber wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, kann wegfliegen, deswegen für den Kühlschrank ideal. Deswegen, den Link poste ich wieder im Textfeld unter dem Video, da klickt er einfach drauf, dann kommt er direkt hin. Und dann sage ich zum Schluss nur noch Folgendes, immer gut drauf achten. Verdammt. Oh, man, no.